In Mittelerde, Mordors Schatten, spielst du Tirion, einen Waldläufer von Gondor und Wächter des Schwarzen Tors, bis zu der Nacht, in der Sauron und seine Armee nach Mordor zurückkehren. Sie töten alle, die dir je lieb waren. Dieser Walkthrough setzt einige Stunden nach Spielstart ein und nutzt vor allem das Nemesis-System. Eine neuartige, lebendige Welt, die bei jedem Spieldurchgang einzigartige persönliche Feinde schafft. In diesem Fall ist es Tirions Mission, den Uruk-Anführer Orthog zu töten. Um ihn aber zu fassen, muss Tirion dessen Handlanger jagen. Einer von ihnen ist ein Uruk-Anführer namens Redback, den Tirion bis zu diesem Dorf verfolgt hat. Redback und Orthog sind in dieser Spielumgebung, wie jeder Feind im Nemesis-System, völlig einzigartig. Es gibt keine generischen vorprogrammierten Feinde. Innerhalb dieser dynamischen und lebendigen Welt hat jede Interaktion zwischen Tirion und seinen Feinden eine direkte Auswirkung auf die Uruk-Gesellschaft. Redback ist schon einmal auf Tirion getroffen und hat es nur knapp überlebt. Diese Begegnung hat seine Persönlichkeit beeinflusst. Redback ist jetzt Sklavenhändler, deshalb hält er in diesem Dorf Menschen fest. Tirion wird bei seinem Streben nach Rache von einer geheimnisvollen und unsterblichen Seele unterstützt, einem Geist. Dieser Geist gibt ihm die Kraft, seine Feinde bis nach Mordor zu verfolgen und sich zwischen der physischen und der Geisterwelt zu bewegen. In der Geisterwelt kann Tirion Feinde wie Redback identifizieren, in die reale Welt zurückkehren und dort gegen sie kämpfen. You left my master to burn, so I'm gonna cut you slow and savor every twitch. Die Erinnerung ist ein wichtiges Merkmal des Nemesis-Systems. Redback wird nie vergessen, dass er seinen letzten Kampf mit Tirion nur knapp überlebt hat. Diese einzigartige Kombination aus Persönlichkeit und Geschichte wird ihn von jedem anderen Feind unterscheiden, auf den Tirion trifft. Redback ist im Grunde ein Feigling und läuft davon, sobald seine Chancen schlecht stehen. Master, help me! Tirion kann erneut seine Geisterfähigkeiten einsetzen. Eine der wichtigsten Kräfte eines Geistes ist die Fähigkeit, Feinde durch Terror zu beherrschen und sie deinem Willen zu unterwerfen. You will obey! Redback ist jetzt Tirions Scherge. Er kann für Spionageaufgaben und zur Informationsbeschaffung eingesetzt werden. Mit Erzählungen seiner Erlebnisse, Angst unter Saurons Streitkräften verbreiten oder beauftragt werden, seinen Anführer zu ermorden. Jede Entscheidung erschafft in der offenen Welt von Mordor eine einzigartige Mission. Indem er Redbacks Gedankenwelt betritt, erhält Tirion Einblick in Redbacks Beziehungen zu anderen Uruk-Anführern sowie deren einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten. Redbacks Meister und Anführer in dieser Region ist Orthog, ein weiterer Gegner, der Tirion ebenfalls schon einmal begegnet ist. Ein Kampf, der sein Gesicht mit Narben gezeichnet hat. Orthog ist ganz anders als Redback. Er ist äußerst zäh und hat viele Anhänger. Redback hat fast keine Chance, ihn zu töten. Aber in einer Attentatsmission hat Tirion die Möglichkeit, Redback zu folgen und den Feind selbst zu besiegen. In der offenen Welt kann Tirion die Mission jederzeit beginnen. Aber dieser Walkthrough springt direkt zur Attentatsmission. Wenn du Tirion spielst, kannst du kreativ über die Vorgehensweise bei jeder Mission entscheiden. Der Schutz der Nacht und des Regens schafft eine Reihe von Möglichkeiten. Verwende Köder, um Trolle und Karagors anzulocken und den Gegner abzulenken. Gehe in den direkten Nahkampf oder nutze Tarnung und Täuschung, um so nahe wie möglich an Tirions Ziel heranzukommen. Auch hier bewegt sich Tirion in der Geisterwelt, um Orthog auszumachen, der dieses Treffen einberufen hat. Redback, der sich hinter Orthog befindet, erkennt man an der blauen Hand, die darauf hinweist, dass er zu Tirions Schergen gehört.
Man sieht zudem Redbacks Anhänger, die man an den weißen Händen erkennt. Da Talion Redback dominiert, kontrolliert er auch seine Anhänger, sodass Talion seine Streitkräfte hinter den feindlichen Linien aufbauen kann. Um zusätzliche Fernkampfunterstützung zu erhalten, wird Talion diesen Bogenschützen dominieren. Alle Anhänger können für taktische Aktionen einzeln oder alle auf einmal angesteuert werden, um Streit und Chaos zu verursachen. Eine Ablenkung, damit Talion beenden kann, was Redback begonnen hat. Redback verletzt Orthog bei seinem Kampf schwer. Und obwohl der überlebt hat, hat Talion im Kampf nun einen großen Vorteil. That shuts you up. You left me to burn. I'm gonna make you pay for that. Durch das Nemesis-System erinnert sich Orthog an seine frühere Begegnung mit Talion, wodurch der Kampf einzigartig und persönlich wird. You burn my face, but I will burn your corpse. Jedes Spielerlebnis wird durch deine Entscheidungen geprägt, die Talions Suche nach Rache zu einer wahren Next-Gen-Erfahrung machen. Mittelerde, Mordors Schatten.